Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite 5 weiterhin in der DLC-Mission Eroberer. Und wir haben heute ein bisschen was vor in dieser Folge. Wir wollen nämlich wieder zurückkehren in das kleine Dörfchen, in dem wir ja schon, naja, vor kurzem mal waren und den Panzer uns heute mal holen. Denn den Turm und die Leute da oben, die haben wir uns in der letzten Folge mal alle geschnappt. Da kann niemand mehr uns in die Quere kommen, wenn wir da unten jetzt laut werden und rumballern. Denn der Panzer, der Tiger 2, den werden wir nicht so einfach erledigen können. Da werden wir schon ein paar Versuche brauchen. Wir haben Panzerfäuste, ich glaube 3 Stück insgesamt, die hier rumliegen. Und ich würde ganz gerne als erstes vielleicht mal den Schützen da oben rausschießen. Na, das hat ja super funktioniert. So, mal gucken, was jetzt passiert. Der Schütze ist weg. Und der Panzer weiß, dass wir hier sind. Nicht gut. Aber so bleibt er wenigstens stehen. So, und wenn ich mich jetzt nicht irre, sollte ja hier schon unsere erste Panzerfaust sein. Genau. So, und dann hätten wir den zumindest schon mal einseitig ein bisschen demolieren können. Antriebskette ist beschädigt, links und rechts. Aber der Motor arbeitet weiterhin. Jetzt eigentlich immer noch hingehen und eine Bombe platzieren? Weiß ich gar nicht. Hier hinten auf jeden Fall nicht. Da liegen die Räder rum. Und vorne auch nicht. Gut, aber wir können vielleicht was anderes machen. Und zwar ein bisschen rumspielen hier mit einer Granate zum Beispiel. Kann uns ja eh nichts tun. Oh. Der Herr Kollege hier. So, vielleicht haben wir ja Glück und wir finden hier noch irgendwo in der Umgebung eine Panzerfaust, die wir einsetzen können. Minen hätten wir hier noch. Ein normales Gewehr hätten wir hier noch. Ich weiß ja dann nicht mehr, wo sich die alle rumtreiben, die Panzerfäuste. Wir könnten dann auch wieder alle Leute durchlooten, aber ich glaube, das bringt nichts. Wir finden die Sachen, die wir da jetzt verschießen, sowieso irgendwann mal wieder. Es sind ja zum Großteil sowieso nur Granaten. Der Lustige. Eine Versteck-mich-Box haben wir hier. Aber wo haben wir denn Panzerfäuste noch rumliegen? Es muss ja hier ein paar Stück geben. Huhuhuhu. Naja, da hätte er mich aber schon theoretisch kaputt schießen können. Hat mir gerade mal ein Züpfelchen Leben abgezogen. So, vielleicht haben wir hier oben mehr Glück und da ist noch irgendwo eine Panzerfaust. Das wäre ja lustig. Na, panzerbrechende Munition haben wir hier und eine PZB 39. Na gut, mit der können wir vielleicht auch was anfangen. So, Problem ist nur, die Räder sind nicht unbedingt das, was wir zerstören müssen. Ah, da kann wohl jemand mit einem anderen Rohr auch noch ballern. Vielleicht schießt er sich ja selber in die Luft. Aber niemand mehr hier, der irgendetwas dafür da einwenden könnte, weil keiner mehr lebt von den anderen in der Umgebung. Und das war mir das Wichtigste, bevor wir hier angreifen, dass niemand uns da irgendwie dazwischen funken kann. Wenn ich durch das Ding durchschieß, was treffen wir da im Kampf? Sieht er uns überall. Uiuiuiui, Hallöchen, der trifft sogar mal.
Na, guck mal einer an. Der hat's ja jetzt voll drauf. Huch. Hallo? Na, versuchen wir es vielleicht nochmal damit. So, verbannt. Ich sag ja, das ist nicht unbedingt leicht, den erledigen zu können. Will nur mit dem TNT auch was ausrichten können? Tatsächlich ja. Na komm, so viel Leben kann er ja nicht mehr haben. Das gibt's ja gar nicht. Alles sauber, angeblich. Der muss ja jetzt theoretisch schon in alle Richtungen brutzeln. Ah, das tut er auch. Zerstöre den Tigerpanzer. Da haben wir's. Entweder hat sich gerade selber zerstört. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der wollte nämlich gerade losschießen. Möglicherweise hat er sich auch gerade selber in die Luft gesprengt. Würde mich jetzt auch nicht stören. Aber der ist auf jeden Fall weg. Wir hätten noch ein paar rote Fässer gehabt, aber blöderweise ist der natürlich genau in der Mitte stehen geblieben. Da drüben wäre eins und hier wäre eins. Mit dem hätten wir auch noch ein bisschen Schaden anrichten können, aber naja. Na gut, Panzer wäre zerstört, Mission wäre erledigt, das heißt, nächste Stelle, nächste Position. Wir müssen wieder zur Werkbank und uns eine andere Sniper nehmen, nämlich genau die, die wir bisher genau dafür ausgerüstet haben, um auf weite Distanzen zu schießen. Die ist natürlich irrsinnig laut, aber die ist genau dafür gedacht, um diese Longshot Gold Medals zu holen. Ich glaube, es ist die M1903 oder M1907 oder so irgendwie hieß die. So, und da oben war die Werkbank. Und dann geht's wieder zurück zum Turm. Ah, der erste Hilfekasten ist ja auch hier. Und irgendwo dort, oder was das hier? Karabiner 98K? Ne, das hier. Genau, 1098 Meter, M1903, das war unsere Waffe. So. Und ich glaube, irgendwo dort oben gibt es dann sowieso wieder eine andere Werkbank. Und dort können wir uns dann wieder den DL-Karabiner, unsere normalerweise beste Waffe, nehmen. Für unser Vorhaben. Die ist nämlich ziemlich leise und eine Sniper. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wir haben eine Sniper, ein Scharfschützengewehr, um, ich sag mal so, mit der zumindest auf 150 bis 200 Meter schießen zu können. Die aber immer noch leiser ist als eine Schnellfeuerwaffe, eine MP, mit der wir aber nur hier irgendwie 50 Meter vor uns ballern können, weil sonst verliert die natürlich ihre komplette Reichweite. Wäre man nicht hier auch irgendwie raufgekommen damals? Oder war das da oben? Ich weiß es gar nicht. Es gab hier irgendwie einen Weg nach oben. Aber ansonsten nutzen wir mal den Weg, den wir gerade eben gekommen sind. Das sollte ja auch funktionieren. Hier ist, glaube ich, eher nicht so der richtige Weg. Nee, ich glaube, da gehen wir wieder zurück dorthin, wo wir gerade eben schon waren. Wo wir uns auskennen. Oder hier vielleicht. Aber da gibt es keinen Eingang. Nee, wir gehen wieder dort nach unten. Dort, wo wir gerade eben schon rumspaziert sind in der letzten Folge, wo wir auch gerade zurückgekommen sind. Dort geht es wieder nach oben. Und dann schnappen wir uns die Longshot Gold Medal und gleich mal die zwei Nebenmissionen, die da oben noch rumschwirren. Die blauen Umrandungen. Und dann haben wir da oben auch alles erledigt. Und dann haben wir schon mal einen Großteil der Karte entdeckt. Dann fehlt uns nämlich nur noch die große Stadt Falaise, die ja mittlerweile in Schutt und Asche liegt. Viele Rauchschwaden, die da hinten aufsteigen. Also übrig ist von der Stadt definitiv nicht mehr viel. So, und bis da nach oben müssen wir wieder. Das heißt, erstmal den richtigen Weg finden, um überhaupt Richtung Büro zu kommen. Und von dort dann irgendwie über die Außenmauer weiter nach oben. Aber ich guck mal, ich glaube, hier würden wir auch nach oben kommen. Schau mal. Da sparen wir uns dann den Gelaufe im Inneren. Da klettern wir einfach mal an der Fassade herum. So, einmal rauf. Und nochmal rauf. Dann rüber. Sieht ein bisschen gruselig aus. Wie ein Monster komme ich mir gerade vor. So. Und da an den Leichen vorbei sind wir auch schon wieder hier. Warum ist die Tür zu? Keine Ahnung. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wo genau sind wir denn da überhaupt ausgestiegen. Kommen wir hier auch rauf? Ah, tatsächlich, guck mal. Das ist doch viel der einfachere Weg. Da wäre das gewesen, schau mal. Das ist ja noch einfacher. Durchs Fenster und ab geht's nach oben. Cool.
So, aber das war's noch nicht. Wir müssen nämlich nochmal weiter nach oben und zwar bis ganz an die Spitze. Das heißt nochmal die Leiter bis ganz nach oben und den Typen, den wir erledigen sollen, 400 Meter, 402 Meter war er entfernt, den haben wir uns ja schon mal markiert. Und ich hoffe nur, dass das erstens nicht auffällt und zweitens, wenn wir neu laden, dass das auch gespeichert wurde. Aber ich vermute mal schon. Ich speichere jetzt mal und dann holen wir uns den Kollegen da hinten. Möglicherweise merkt das gar keiner, dass da eine Leiche rumliegt. Schuss gehört. Gut, das aber schon. Medaille freigeschaltet, M1903 Meister. Achso, das hier. Okay, Mission 12. Weitschuss erzielen in der Oberrhein, einen Schuss über 400 Meter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Irgendjemand hat den Schuss gehört und ich würde mal sagen, wir laden das Spiel jetzt nochmal ganz kurz neu. Dann lebt der da hinten zwar wieder. Und dann gucken wir kurz mal die Medaillen an. Wo sehen wir die denn? Im Wehrpass, genau. Medaillen, Missionen. Und theoretisch Wolfsberg, DLC-Medaillen. Genau, Mission 12, Weitschuss, da haben wir es. Erziehen in der Oberrhein einen Schuss über 400 Meter. Wir haben die Medaille, aber wir haben auch den Soldaten da hinten noch. Cool. Guck mal, wir könnten den Strom nochmal sabotieren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warum ist denn da unten jetzt auf einmal wieder einer am Leben? Was ist denn da passiert? Hä? Was habe ich denn da gerade geladen? Zerstöre den Panzer? Das da. Wo habe ich denn gerade geladen? Hier? Wie? Ach so. Das ist tatsächlich das schnell gespeicherte Nanü. 16:52? Wie, wo, was, wann? Wie 16:52? Ich habe doch gerade gespeichert. Was ist denn jetzt los? Der Panzer ist noch da. Was? Was ist denn jetzt los? Wir stehen neben dem Karabiner. Was? Wieso ist der Panzer noch hier? Wieso sind die da unten alle noch hier? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Haben wir zumindest die Dinger mitgenommen vom Wehrpass? Sammelobjekte? Die Bronzestatue, die gehört uns. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Verstehe ich das jetzt? Wir müssen den Panzer nochmal holen. Ich meine, das Gute ist, wir haben zumindest die richtige Waffe dabei. Also es hat schon seine Vorteile. Aber die Leute da unten leben wieder. Aus unerfindlichen Gründen. Verstehe ich jetzt aber überhaupt nicht. Guck mal. Kopf runter. Die sind alle wieder da. Ja, töten mal. Ich bring mal alle anderen um, die in der Umgebung sind. Was macht der da für ein Slide? Ciao. Irgendjemand lebt tatsächlich noch, Nanü? Ach, der ist ja auch noch da. Find einen Weg in General Königs Schutzraum. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab doch gespeichert. Wieso hat das nicht überschrieben? Ich speichere jetzt nochmal. Hat's das wenigstens überschrieben? 17:21. Das gibt's ja gar nicht. Das ist doch nicht möglich. Jetzt müssen wir den Panzer nochmal holen. Und den da oben. Gut, der da oben ist easy. Vor allem ist ja noch lustiger. Die Bronzestatue steht in seinem Zimmer. Die steht in seinem Büro. Und wir haben das Büro aber hier noch gar nicht aufgeschossen. Das ist noch zu. Haben wir den Schlüssel wenigstens? Um da reinzukommen. Den Schlüssel haben wir. Was passieren da für Dinge? Auf jeden Fall sehr komische. So, und wo ist der dämliche Panzer? Da unten fährt er rum. Oi. Wir müssen uns das alles nochmal holen. Ach so. Gut, das hätten wir theoretisch anders lösen können. Aber warte mal, war da nicht irgendwo so eine Line nach unten? Wo war denn das? Ach, da hinten, guck mal. Dann machen wir das gleich. Dann sind wir nämlich direkt wieder dort. Ach, Freunde, das tut mir jetzt leid. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist.
Und ich habe gedacht, super, da laden wir das Ganze einfach nochmal und haben das alles schon erledigt. Na, nichts da. So, aber dann können wir zumindest mal versuchen, den Panzer vielleicht jetzt mal auf die richtige Art und Weise hochzujagen. Und gleichzeitig natürlich den da oben. So. Wie sehr ist der beschädigt? Antriebskette ist beschädigt. Okay, das heißt, der kann sich jetzt nicht mehr von der Stelle bewegen. Na gut, na gut, na gut. Alles sauber, sagt er angeblich. Tja. Dann brauchen wir natürlich mal wieder unsere Panzerfaust und die liegt auf der anderen Seite. Der kann mich ruhig entdecken, es lebt keiner mehr. Hallo! Traut sich gar nicht zu schießen. Watch out, Jerry, I've got a Panzerfaust. Panzerfaust, genau. Die haben wir. Nur können wir hier... Ja, ja, ja. Nur können wir hier gerade überhaupt nicht treffen, aber hier geht das Ganze dann schon. Na das war ja easy. Zerstöre den Panzer. Hallöchen. Na, hallöchen. Zack. Und jetzt haben wir gespeichert. Hallo? Jetzt gucke ich aber mal nochmal, ob wir wirklich gespeichert haben. Spielladen. 17.24 Uhr. Das passt. Alter Falter, Freunde. Jetzt habe ich aber gerade einen Schrecken bekommen. Halleluja. Okay, jetzt haben wir aber trotzdem noch da oben die Flaks, die wir zerstören wollen. Und wir haben da unten auch noch ein paar. Wenn wir schon mal unten sind, würde ich sagen, wir räumen das Ganze vielleicht mal da unten auf. Und dann geht's wieder nach oben. Oder sollen wir das so machen? Was eigentlich wurscht wäre. Ne, wir haben gesagt, wir gehen da oben hin. Und dann gehen wir da nach unten und räumen von hier die Stadt auf. Wir müssen also nochmal rauf. Okay, wir gehen nochmal nach oben. Was findet man denn hier? Was ist denn das da, bitteschön? Ist ja das wie ein Müllhaufen. Erste Hilfekasten voll, Pistole voll. Gut, wir haben zumindest diesmal nicht so viel Schaden gesammelt wie vorher. Das ist ja zumindest mal ein Vorteil und der Panzer war irrsinnig schnell kaputt. Wir haben ihn sogar zweimal erledigen können. Eine kleine Bonusrunde. Aber was da mit der Speicherung nicht funktioniert hat, ist mir ein Rätsel. Ich habe doch extra auf Speichern gedrückt und ich habe mir eingebildet, da unten steht auch Spiel wird gespeichert. Es war anscheinend eine Lüge. Es wurde überhaupt nichts gespeichert. Aber was hat er denn gemacht die letzte halbe Stunde? Der speichert ja normalerweise hin und wieder zwischendurch auch. Ohne dass man jetzt selbst auf F5 drückt. Sehr mysteriös. Sehr, 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 sehr mysteriös. Vielleicht hat ihm das so ganz aus dem Konzept gebracht, dass wir so lange gebraucht haben, um den Panzer zu erledigen. So, ich guck mal ganz kurz auf unsere Karte. Das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Da haben wir eine Panzerfaust. Ach, guck mal, ich habe das alles sogar noch offen gelassen mit den Panzerfäusten. Na gut, der Panzer ist eh weg. Ich hätte ja sogar gewusst, wo die Panzerfäuste sind. Wurscht. So. Was ist das? Anti-Aircraft Gun. Okay. Das Einzige, das wir da oben noch finden können, Bunker-Safe-Combination. Da guck mal einer an. Und eine Werkbank, die wir gebraucht hätten, wenn wir jetzt die andere Waffe dabei gehabt hätten. Was ja jetzt nicht mehr der Fall ist. Okay. Das Einzige, was wir jetzt irgendwann mal brauchen sollten, ist Munition. Weil da haben wir schon ordentlich was verschossen. Und jetzt wird nochmal gespeichert. Siehst du? Speichern steht da unten. Komisch, 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 komisch. Hier haben wir ja eigentlich schon aufgeräumt. Und wir haben gesagt, wir gehen bis zum Tor und keinen Schritt weiter. Und die anderen Schritte, die gehen wir jetzt. Freue mich schon auf mein Bier. Kasimir Bosch will nach dem Krieg nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen. So. Ua. Ua, der Kasimir. Arschloch. Okay, wir haben gerade gespeichert. Ihr habt es alle gesehen, wir haben gerade gespeichert. Gut so. Gibt es da keinen anderen Eingang? Nur durch das Haupttor? Das gibt's ja gar nicht. Da oben sind wir auch nirgendwo hingekommen, weiß ich noch. Wir waren da oben, aber da war Ende im Gelände. Na gut, markieren können wir uns die Kollegen ja mal. Vielleicht ist es auch besser, wir gehen erstmal hier rüber. Wobei da auch wieder jemand steht. Arnold Hinkel will nach dem Krieg nie wieder Geschützfeuer hören.
So, den markieren wir uns auch mal. Nur, dass wir wissen, dass da vorne wer ist. Hä? Da ist doch auch Hinkel. Carsten Hinkel? Und Arnold Hinkel. Das sind Brüder. Also, glaube ich. Die Hinkels. Na, dann holen wir uns gleich mal einen von denen. Tja, da reißt er mal die Augen auf, der Liebe. So, da vorne haben wir auch noch jemanden. Da wimmelt es ja wieder mal nur so von Soldaten. Halleluja. Kevin Beckert. Wenn er nach dem Krieg nach Hause zurückkehrt, wird ihm Frankreich fehlen. Na, kann sich ein Haus kaufen hier. Dum-dum-dum. Na nü. Na, der Kasimir. Wieder auf Entdeckungstour. Boah, das sind schon ganz schön viele. Da sind schon ganz schön viele. Aber einer weniger. So, da haben wir die Flakbatterie. Was machen wir denn mit dem jetzt eigentlich? Ich nehme den mal mit. Ah! Okay, der hat was gesehen, aber noch nicht so viel. Ich leg den mal hier hin. Wenn wir Glück haben, kommt der Kundschaften und das tut er auch. Und dann können wir uns den gleich mal als nächstes holen. Ach, guck mal, das ist die Werkbank. Ja, ist ja eh verschwunden hier unten. Im Charme versunken. Wer war denn das überhaupt? Kaspar Hoffmann. Nach dem Krieg wird ihm das Geschützfeuer fehlen. Ich glaube, den haben wir vorher eh schon entdeckt. Entschuldigung. So, da drüben ist auch noch einer. Und eben der, der da gerade kommt. Und ich würde sagen, den schnappen wir uns gleich mal hier aus und der entdeckt uns jetzt durch den Spalt. Aber das tut er nicht. Sehr gut. Na, läuft. Einer nach dem anderen. Hallo. Kasimir guckt nicht so viel. So, wer war das hier? Adam Feld. Weiß noch nicht, was er nach dem Krieg machen wird. Ich auch nicht. Ein anderes Spiel starten oder auf die nächste DLC-Mission warten, würde ich sagen. So, da la. Na gut, dann schnappen wir uns erstmal unseren Raum. Beziehungsweise eigentlich ist ja das der Raum von denen hier. Normalerweise sind die Werkbänke ja immer dort versteckt, wo wir quasi einen kleinen Partisanenraum haben. Aber wir sind ja hier mitten im Lager von den Deutschen. Und ich glaube, die Nazi-Flagge, die Hakenkreuz-Flagge, die würde sich hier kein Partisan in sein Lager hängen. Aber die Werkbank, von denen können wir ruhig mal nutzen. Dauerfeuermodifizierungen haben wir als neuen Aufsatz freigeschalten. Und da gucken wir natürlich gleich mal auf unsere Drilling, was wir da machen können. Den Glattrohrlauf könnten wir einsetzen. Der für Schrotmunition geeignete polierte Glattrohrlauf erhöht die Durchschlagskraft. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich sein darf. Das nehmen wir auch gleich mal. Und wir haben einen weiteren Verschluss freigeschalten, und zwar die Schnelllademodifikation. Zur Erhöhung der Nachladegeschwindigkeit der Waffe modifiziert. Naja, bringt jetzt aber nicht so viel, außer mehr Rückstoß, und das möchte ich gerne nicht haben. Wir könnten zwar schneller nachladen, wobei Rückstoß bei der Schrotflinte ist eigentlich auch schon wurscht. Der steht eh einen Meter vor uns. Ob wir da jetzt ein paar Zentimeter horizontal oder vertikal woanders hin zielen, sollte dann auch schon egal sein. Können wir ruhig mal einsacken, aber wir bleiben natürlich bei unserer Irma. So, den einzigen Vorteil, wir haben wieder Munition mitgenommen. Nur blöderweise halt wieder die falsche. Können wir das hier nicht vielleicht sogar ändern? Dass wir jetzt hier sagen, bei unserer Irma, wir passen da... wir passen die... Ach, geht da gar nicht. Die Munition, die wir mitnehmen. Guck mal, können wir gar nicht anpassen. Schade. Hab gedacht, da können wir vielleicht sagen, wir nehmen wieder eine andere Munition mit. Aber haut nicht hin. Schade. Na gut, wir haben nämlich leider immer noch die falsche Munition, beziehungsweise die nicht tödliche Munition. Ja, leider Gottes. 7 Schuss haben wir noch. Naja, müssen wir vielleicht doch mal die normale nehmen. So, da kann sie mir wieder am Rumgucken.
Wir gehen erstmal da nach unten, würde ich sagen. Es wimmelt ja hier immer noch so vor Feinden. Oder vielleicht mal da nach oben? Wo sollen wir denn hin als nächstes? Na toll. Was macht der denn da, Pantomime? Kilian Ritschel will nach dem Krieg Polizeikommissar werden. So, na gut, dass du da lang gehst, weil da können wir sich den da gleich holen. Und vielleicht den da drüben erstmal markieren. Klaus Finkel will nach dem Krieg zum Amt Ausland gehen. So, na komm mal her da, mein Lieber. Kannst du gleich mal den ersten Fall bearbeiten, den Todesfall von ihm selbst. So, gute Nacht. Okay, okay, okay. Und dann würde ich mal sagen, wir bleiben auf dieser Seite und kümmern uns erstmal um da oben, bevor wir dann die Seite wechseln und da drüben mal ein bisschen für Chaos sorgen. Ich hoffe, da steht jetzt überhaupt noch irgendjemand. Hallo? Steht da niemand mehr? Wir haben eine Versteck-mich-Box. Ach, guck mal, da wird es ja noch bald darauf gehen. Da kommen wir genauso wieder zur Werkbank zurück, aber da waren wir ja gerade. Wo ist denn dieser jemand? Irgendwo hier ist wer. Oder ist er da unten? Aber wo? Im Gestein? Gibt's ja gar nicht. Der kann sich höchstens da irgendwo rumtreiben, aber da, ob das überhaupt ein Weg ist, ich weiß es nicht. Okay, hier ist auf jeden Fall niemand zu finden. Und ich glaube, da drüben haben wir mittlerweile alle gefunden. Viele sind's ja nicht. Sehr mysteriös. Also, dass das dann Weg nach unten ist, glaube ich eher nicht. So, wir speichern. Jetzt gucke ich immer wieder, ob da unten noch wirklich Speichern steht. Das hat mich fertig gemacht gerade eben. So. 4 Soldaten noch auf dieser Seite. Einer davon der Kasimir. Der natürlich immer alles im Blick haben möchte, eh klar. Na, vielleicht können wir uns ihn ja gleich mal holen, wenn er da schon so viel sehen möchte. Neues von der Welt entdecken? Kann er ja mal das Leben nach dem Tod erforschen. Ist da irgendwas? Ja, da ist was. Dein Todesurteil. So, der kleine Kasimir entdeckt die Welt und das, was danach kommt. So, und der nächste lässt nicht lange auf sich warten. Den holen wir uns natürlich auch gleich mal. Hallo? Ja, ja, hallo. Red nicht blöd, komm her. So. Wie schaut's da unten aus? 2 haben wir noch. Sollte jetzt keine große Herausforderung sein. Wir wissen genau, wo die sind. Schwupps. Das Einzige, was wir vielleicht noch nicht wissen... Ah, da unten steht der. Ob wir da noch irgendwas zum Lesen beispielsweise haben, das wir mitnehmen könnten. Hallo. Was? Hä? Infanterie-Kill ist jetzt ersoffen an der Wasserlacke da, oder was? Willst du mich verarschen? Da steht ein paar Millimeter das Wasser hoch und der ist gerade ertrunken. Ah, da ist die Tresorkombination. Ich dachte, das hat irgendjemand mit dabei. Cool. Na, die nehme ich gern mal mit. So, und da haben wir ihn. Und das ist ja wieder was Leichtes, den hier zu holen. Was war das? Das war was. Was war denn da? Ich würde gleich noch nachgucken kommen. Im meterhohen Gras. Völlig alleine. So. Und dann haben wir eigentlich nur noch 2 rumstehen und die sind schon etwas außerhalb. Ich vermute mal da vorne. Hauptziel abgeschlossen. Welches Hauptziel denn? Da ist einer.
Und irgendwo da hinten ist, glaube ich, ein Sniper. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Adam Feld. Weiß doch nicht, was er nach dem Krieg machen wird. Na, hat ja jetzt ein bisschen Zeit zum Überlegen. Da oben ist er, der Snipperino. Guck mal. Elite-Scharfschütze. Günther Murach hat seinen besten Freund den Behörden gemeldet. Tja. Rache ist brutal. So, mal gucken, ob da irgendwer ist. Ich sehe gerade niemanden. Was ist denn da jetzt für eine Mission dazugekommen? Durchsuche. Deutsche beaufsichtigen ihre Reparaturarbeiten an der Kirche und die Scharfschützen töten. 3 Stück sind hier. Und die Flak soll man natürlich auch noch zerstören. Ach so, und die anderen Soldaten sind dann schon da unten zu finden. Okay, okay, okay. Die sind also nicht hier irgendwie in den Gemäuern am Rumspazieren, sondern dann schon in den Häusern dort drüben. Na gut, dann hoffe ich mal, dass wir die Flak sie zerstören können, ohne dass wir da jetzt großartig für Aufsehen sorgen. Das ist natürlich etwas laut. Aber mal schauen, ob die das beeindruckt. Leiser kann ich so ein Ding nämlich nicht hochjagen. Ich hoffe nur, es macht nichts. Oh Gott, das haben alle gehört hier in der Umgebung. Na, Glückwunsch. Oje, oje. Vielleicht sollte man das auch mal aufsparen für später. Bevor wir da jetzt wieder für Aufmerksamkeit sorgen lassen, jeder Bescheid, was das hier sind. Na, ich würde fast sogar sagen, das machen wir dann später. Das Flak da hinten können wir ja mal mitnehmen. Dann haben wir uns zumindest mal den weiten Weg erspart, wenn wir dann nochmal hier zurückkommen. Dann waren wir zumindest da hinten schon, weil das sollte ja definitiv keiner mehr hören, wenn das dort kaputt geht. Aber die anderen, ich weiß ja nicht. Warten wir lieber nochmal ein bisschen, bis wir da die Umgebung gesäubert haben und dann können wir das Flak immer noch zerstören. Ist ja nicht so, dass wir später keine Gelegenheit mehr dazu haben würden. Die Gelegenheiten haben wir noch. So. Also wenn das da jemand hört, das kann höchstens der da hinten hören. Wenn überhaupt. Ja, er kundschaftet, aber der soll mal kundschaften. Der kommt doch bestimmt nicht bis da nach oben hin. Hundertprozentig nicht. 3 Kundschaften, na nü. Doch so viele. Okay, dann laden wir nochmal. Das wissen mehr, als ich gedacht habe. Das finde ich nicht gut. Da müssen wir tatsächlich dann erstmal das gesamte Gebiet hier abfrühstücken, damit wir die Flaks da drinnen zerstören können. Das Gute ist, wir haben zumindest einen kleinen Eingang gefunden. Immerhin. Was ich jetzt noch gerne finden würde, wäre ein Eingang nach da unten. Hier vielleicht, guck mal. Da ist ein Loch in der Mauer. Kommen wir da einfach hin? Ich weiß es nicht. Ich wollte ja nämlich, bevor wir uns da um die Stadt kümmern, erstmal den Rest da unten erledigen. Ja. Aber da ist halt auch wieder ein bisschen was los hier. In der Gegend. Wo ist der mit seinem Fahrzeug hin? Keine Ahnung. Na gut, ich glaube, das ist der einzige Weg, um dort irgendwie hinzukommen. Und der führt uns leider an den beiden vorbei. Werner Stein glaubt fest daran, dass er den Krieg auch ohne eine einzige Schramme überleben wird. Tja, hat er vielleicht bisher, aber das wird sich jetzt ändern. Da sind auch noch 2. Was denn? Das Ende. Euer ist schon. Hast du wieder diese Propaganda-Flugblätter gelesen? Ich hab dir doch gesagt, dass du das nicht sollst. Es fühlt sich einfach an, als würden wir verlieren. Wann haben wir das letzte Mal eine Schlacht gewonnen? Lächerlich. König hat gesagt, das wäre nur ein unbedeutender Rückschlag. Meinst du wirklich? Aber sicher. Sobald sie sehen, wie brutal wir kämpfen, laufen sie wie Feiglinge davon. Und wir treiben sie zurück ins Meer. Schön, dass wenigstens du zuversichtlich bist. Warte nur ab. In einem Jahr weht unsere herrliche Flagge über London. Na, Sie können ja nochmal den Herrn König fragen. Der liegt nämlich jetzt mittlerweile als Toter da oben. So, der dreht sich zum Glück um, Gott sei Dank. Oh, da ist ja auch noch einer.
bräuchte ich eigentlich nicht. Aber gut, da kommen wir jetzt nicht mehr aus dem Schlamassel raus. Das Einzige, was wir machen können, ist, bevor das irgendjemand entdeckt, dass wir den dort reinwerfen in die Blümchen. So, und da merkt es niemand. Okay, okay, okay. Und dann haben wir noch einen Herrn Kollegen da oben. Beziehungsweise einer ein bisschen weiter da vorne. Na, andere Seite. So, und der kommt ja eh schon direkt in unsere Arme gelaufen. Hallo. Wer war das denn? Wir gucken mal in seinen Schritt. Matthias Schulz glaubt nicht, dass er den Krieg überleben wird. Tja. Ich glaube auch nicht. So, dann, liebe Freunde, dann sind wir ja zumindest mal wieder auf Kurs. Wir wollten zuerst mal die Nebenmission erledigen. Und die einzige Person, die uns daran noch hindern könnte, spaziert tatsächlich hier in den Felsen herum. Interessant, hätte ich nicht gedacht, dass da wirklich jemand sein wird. Aber wo? Ach, da unten, da geht's nach unten, guck mal. Na, guck mal einer an. Da geht's in den Untergrund. Nice. Und es ist sogar jemand Höheres. Ja, hallo, hallo, hallo. Wer war das denn? Lambert Heinig will nach dem Krieg in den Bergen leben. Tja. Ein Luftschloss kann er sich jetzt noch bauen. Aber das war's dann im Großen und Ganzen. Na gut, Freunde. Wir haben den richtigen Weg wieder gefunden. Da kommen wir nicht rein. Das ist der falsche Weg. Der richtige Weg, der führt uns da nach draußen. Und zwar in die Schützengräben. In die Schützengräben hierhin. Und da können wir dann die Artilleriegeschütze zerstören. Denn das sollte funktionieren, ohne dass das irgendjemand mitbekommt. Denn die da hinten werden ja unmöglich bis hier rüber hören können. Wir gucken mal. Ansonsten klären wir auch hier mal alles und heben uns das dann für später auf. Ja, und dann wartet die Großstadt auf uns. Falaise wartet auf uns. Und um die Stadt werden wir uns dann teilweise auch schon in der nächsten Folge kümmern. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier. Ja, und wir sehen uns wieder morgen in der nächsten Folge bei Let's Play Sniper Elite 5.4 in der DLC-Mission Eroberer. Bis dahin, tschüss!